Herzlich willkommen zu Live aus dem Brennraum auf 1000 PS Facebook Live und dann ab morgen auf meinem YouTube-Kanal Zonkos Welt TV. So, heute, nachdem das letztes Mal, das hat mir echt taugt, wie es da rundgegangen ist, welche Motorradmarke und warum, haben wir gedacht, na, jetzt schauen wir uns einmal an, was ist denn mit Yamaha? Liebe, Hass, egal und warum. Und Yamaha habe ich deswegen gewählt, weil das einfach für mich eine Marke ist, was mich schon in frühester Kindheit wirklich fasziniert hat. Und diese Faszination hat mich nicht losgelassen. Ich habe da natürlich im Laufe meines Lebens, noch dazu in meines Journalistenlebens, natürlich sehr, sehr viele andere Marken auch kennengelernt, die mir irrsinnig getaugt haben. Und bin also jetzt nicht mehr so ein uneingeschränkter, also so uneingeschränkt bin ich eigentlich schon, aber auch nicht mehr ein ausschließlicher Yamaha-Fan, sondern mir taugt da wahnsinnig viel anderes. Und warum jetzt Yamaha? Jetzt habe ich mal nachgeschaut, weil mich persönlich interessiert ja immer auch sehr diese Geschichte. Wo kommt es her? Wer hat denn das gegründet? Warum heißt denn das Yamaha? Und das habe ich nachgelesen und ich meine, das ist schon eigentlich, ja, wie soll ich sagen, das ist fast ein bisschen absurd. Das ist ganz irre, weil Yamaha, das ist so wie Honda. Yamaha heißt es so, weil der Gründer Yamaha geheißen hat. Und zwar der Torakuzu Yamaha. Der ist allerdings schon 1851 geboren und 1916 abbankelt. Das heißt, der hat noch keine Yamaha-Motorräder erlebt, sondern dieser Torakuzu Yamaha, das ist also ein Experte gewesen im Reparieren von medizinischen Geräten. Und den haben sie dann irgendwann einmal, nachdem das also ein irrsinnig geschickter Bursch bei eben so Reparaturen von hochkomplizierten Geräten war, haben sie ihn in die Grundschule von Hamamatsu gebeten, weil dort ist so ein amerikanisches Harmonium gestanden. Und dieses amerikanische Harmonium war defekt und dieser Torakuzu Yamaha, der hat dieses Harmonium repariert und war so begeistert von dem Aufbau dieses amerikanischen Harmoniums, dass er eins nachgebaut hat. Also in Wirklichkeit hat er das gemacht, was bei den Motorradeln, wofür es bei den Motorradeln immer gehasst worden, die Japaner, dass einfach diese europäischen Super-Motorradeln in die 50er Jahre, na, die haben es einfach kopiert. Ja. Und der Torakuzu Yamaha hat es aber so gut gemacht, also der hat dann, glaube ich, 5 Jahre später, also repariert hat er das, glaube ich, 1887, genau, 1887 hat er das repariert, dieses amerikanische Harmonium, und war eben ganz begeistert. Und 1892 hat er bereits 78 Yamaha-Harmoniums verkauft. Also, der ist dort in die Gänge gekommen in einer Größenordnung, das war wirklich ein Wahnsinn. Und der hat ja dann auch in der Folge, also dann hat er Pianos, Flügeln, Pfeifenorgeln hat er gebaut. Und der ist dann schon in Amerika, glaube ich, noch irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts, also so 1905, 1906, hat er so eine ganz hohe Auszeichnung gekriegt, weil seine Harmonien einfach so wahnsinnig gut waren. Und ja, also dieses Prinzip, das hat er mehr oder weniger gesehen bei der Reparatur dieses amerikanischen Harmoniums und er hat es halt einfach dann besser gebaut. Also die Idee hat er nicht gehabt, aber er hat es einfach verbessert. Ja, so ist das gewesen. Und dann hat Yamaha bis in die 50er Jahre, haben die nur solche Tasteninstrumente gebaut und teilweise waren sie auch dann schon in so Akustiklaboratorien, da waren sie relativ gut und haben dann ja diesen ersten Hi-Fi-Spieler hat auch Yamaha gebracht. Aber erst 1954 haben sie das erste Motorradl gebracht. Und das erste Motorradl, das war, heute bin ich nicht mehr zum Kaffeekochen gekommen jetzt. Trink mal Cola. Ja, und dieses
Erste Motorradl ist auch wieder gewesen, irgendwas ein Zweitakter mit 125 Kubik und ich weiß nicht, ich glaube 6 PS. Also irgendwie schaut gar nicht schlecht aus, ich habe mir das angeschaut, ist gar nicht schier, aber jetzt nichts, was mir jetzt wahnsinnig vom Hocker reißt. Aber das ist so ein Erfolg gewesen, dass dann 1955 gleich diese Yamaha Motor Company gegründet haben. Ja, und seitdem gibt es eben Yamaha Motorräder. Ja, und ich selber, ich bin in Berührung gekommen mit Yamaha Motorrädern, also bei uns, weiß ich gar nicht, habe ich da viele gesehen? Na, aber ich habe eben diese Rennen geschaut mit meinem Bruder und da ist eben Yamaha im Grand Prix Sporten oder sind es ordentlich antanzt und haben eben diese MV Agusta vom Giacomo Agostini, haben es ordentlich bedrängt und da war eben dieser Jarno Saarinen, der ist Yamaha gefahren und das hat mich, glaube ich, ja, das hat mich wirklich geprägt. Das hat mir einfach irrsinnig taugt. Und da war ich noch ganz lustig, zu der Zeit hat ja keiner richtig gewusst, wie man das ausspricht. Yamaha oder manche haben gesagt Yamaha, dann hast du auch gehört Yamaha. Und das Erste ist gewesen, dass mein Bruder, der genauso ein Yamaha-Fan wie ich war, vielleicht sogar noch ein stärkerer, da hat es ja damals im Gymnasium haben wir so Rechenschieber gehabt. Das waren die Vorläufer von den Taschenrechner. Das waren irgendwelche, ich weiß gar nicht ganz genau, wie das gegangen ist. Ich habe das nur ein Jahr gehabt, so ein Rechenschieber. Da hast du halt irgendwelche komischen Berechnungen, indem diese Zunge verschoben hast. Irgendwie, weiß ich nicht. Hast du irgendwelche komischen Berechnungen machen können? Und das war von Aristo, so wie die Aristo-Dreiecke. Und das ist drinnen gesteckt in so einer Plastikschachtel. Und meine Mutter, weil ich meine, das war jetzt eine herkömmliche Plastikschachtel, das geht natürlich nicht. Die hat mein Bruder für sein Rechenschieber und die Plastikschachtel so eine Wollhülle gestrickt. Und diese Wollhülle war blau und wenn ich mich richtig erinnere, war das ungefähr das Blau wie von der Werks-Yamaha vom Rossi jetzt. Also so ein Blau ist es ungefähr gewesen. Und dann, nachdem sie gewusst hat, dass der Bruno eben so ein ganz großer Yamaha-Fan ist, hat sie ihm wirklich mit so einem roten Faden, hat sie ihm also mit dem roten Wollfaden Yamaha aufgestickt. Allerdings hat es nicht Yamaha aufgestickt, sondern Yahama. Das war wirklich ein Wahnsinn. Jetzt ist der immer mit dem Yahama-Rechenschieber ist er unterwegs gewesen. Es hat aber letztendlich der Freude keinen Abbruch getan. So, und jetzt schau ich mal eine. Was da schon für Meldungen kommen zu Yamaha? Auf alle Fälle viele. Danke sehr, Freunde. Ein Wahnsinn. Der Pascal Moraviet sagt, Japaner bauen meiner Meinung nach auf einem anderen Level von Präzision. Das ist außerirdisch. Grüße aus Deutschland. Ja, der Eduard Leitner, gut, der Eduard Leitner ist ein Universalgelehrter und der weiß natürlich, dass Yamaha Musikinstrumente baut und er weiß vor allem, was ganz Absurdes, denen gehört auch Bösendorfer. Also diese weltberühmten Bösendorfer Klaviere da aus Wien, diese Manufaktur, na, das haben sie 2007 haben sie ganz normal gekauft. Also diese Bösendorfer Klaviermanufakturen, und das gehört Yamaha seit 2007. Ist herrlich. Ja, und ich meine, das mit diesen Musikinstrumenten, deswegen ist ja das Logo, die drei gekreuzten Stimmgabeln, auch von der Motor Company, das haben sie einfach übernommen. Und ich persönlich finde dieses Yamaha-Logo irrsinnig schön. Das finde ich ganz großartig. Und ich habe damals, nachdem ich ja selber ein Musikant bin, eine echte Freude gehabt, wie ich mitgekriegt habe, nur das sind ja drei Stimmgabeln. Das hat mir echt taugt. Ja. Der Alex Cipulka. Erstes Moped. Yamaha TT50, Baujahr 87. Dann gleich das Kleinmotorrad davon. Viel später die FZ6, Baujahr 2009. Ein Krapfen vor dem Herrn, Fahrwerk und Bremsen unterirdisch, aber nur 6.000 € neu gekostet.
Seitdem nur mehr Ducati und Aprilia, weil es leibernd sind. Ich meine, diese FZ6, ich kann mich schon erinnern, wie die erste gekommen ist, die hat halt, also was mir aufgefallen ist, die hat halt ein relatives auf Supersport ausgelegten Motor gehabt, also die hast du wirklich drehen müssen. Ich habe die allerdings, diese FZ6, ich war eigentlich beeindruckt. Aber wenn die mit dem 1er aufgerissen hat, der ist wirklich lang gegangen, da bist du im 1er, ich weiß nicht, das ist sicher gegangen, der erste Gang, ein 80er, 90er. Das war Wahnsinn, wie weit du gekommen bist und wie dieser Motor gegurgelt hat, also das hat mir sehr taugt. Und ich meine, sie haben mal halt diese FZ6 dann, das ist gerade in der Zeit gewesen, Baujahr 2009, das wird schon stimmen. Weil da ist halt so gewesen, dass Yamaha nach dieser Wirtschaftskrise 2008, glaube ich, da haben die einfach wirklich lang nichts entwickelt. Oder war das eh schon ein bisschen vorher? Da haben sie auf alle Fälle so eine Phase gehabt, wo die nichts mehr entwickelt haben. Das ist so 2-3 Jahre, ist das einfach, puh, das war wirklich schlimm. Und da haben sie halt das auf so Motorradeln wie diese FZ6, die sie im Programm gehabt haben, die haben es halt sehr, sehr günstig hergeben. Und dadurch haben sie trotzdem relativ viele Stückzahlen gemacht. Und ich meine, ein schlechtes Motorradl war diese FZ6 nicht. Also, und das Vorwerk unter aller Sau, natürlich, es war kein Ducati. Und es ist auch, ich meine, der Alex Cipulca, der fährt jetzt einen V2 Thunfisch, na, ist auch klar. Das ist ja einfach ein Supersportler ohne Verkleidung. Das ist diese FZ6 natürlich nicht gewesen. Aber ich meine, sie hat ein unfassbares Preis-Leistungs-Verhältnis gehabt und hat dadurch natürlich auch wahnsinnig viele Stückzahlen gemacht. Muss allerdings dazu sagen, also diese Strahlkraft von Yamaha ist bei mir auch nicht auf der FZ6 King. Das muss ich schon sagen. Wow! Der Daniel Zimmermann, das erste Motorrad, auf dem ich mitgefahren bin damals, FZR 1000. Na, dann hast du aber gleich was Ordentliches erlebt. FZR 1000 X-Up. Wahnsinn. Na, da ist schon was rundgegangen. Und damals ist es aber noch so gewesen, also diese Motoren, die waren eh immer wahnsinnig gut und auch diese Standfestigkeit und diese Präzision der Japaner waren irrsinnig gut. Aber bei den Vorwerke, na, da haben sie nicht mithalten können mit Ducati oder so. Also gerade diese FZR 1000 X-Up, wenn du wirklich forsch gefahren bist, na, das hat dann in diese hohen Geschwindigkeitsbereiche, das hat schon ordentlich zum Nackeln angefangen. Das war nicht so ohne. Kurz Moment. Ich bin gleich wieder da. So, das war sehr kurz, aber dafür, ich meine, nachdem ich beim vorletzten Brennraum das Video 2-3 Mal ausgefallen ist, da habe ich so ein Hals gehabt, das habe ich echt nicht ausgehalten, ist es jetzt so, dass ich wirklich in dieses Internet investiert habe und jetzt natürlich funktioniert das natürlich brillant, ist ja herrlich. Schau, der Pascal Morawiec fragt, welche ist deine Lieblings-Yamaha? Welche ist meine Lieblings-Yamaha? Das ist ganz schwer. Das ist ganz schwer, weil ich persönlich diese aktuelle R1 wahnsinnig fesch finde. Überhaupt die, was es letztes Jahr gegeben hat, wieder in diesem gelben Speedblock-Design, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Gefällt auch vorne die Verkleidung irrsinnig gut. Das taugt mir wirklich sehr. Ja. Und andererseits ist es aber so, dass ich mit dieser XJR, die gefällt mir halt schon seit über 20 Jahren wahnsinnig gut. Und ja. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was ist deine Lieblings-XJR? Deine Lieblings-Yamaha. Naja, ich habe es eh schon gesagt, dann würde ich sagen XJR 1300. Aber ganz knapp, also das mit der R1, die finde ich schon irrsinnig toll, diese R1. Und ich meine, früher
Aber den Christoph Lach, Zonko ohne Kaffee, ob du heute den Brennraum durchhältst, ja, Stoffel, aber ich habe ja ein Coke Zero. Ich nehme gleich einen Hocker. Früher hat es auch Yamaha gegeben. Vor der bin ich auf die Knie gegangen. Die habe ich nie besessen. Das war einfach zu wuchtig und zu teuer für mich damals. Unerschwinglich. Aber es hat mich unendlich fasziniert. Das war diese XS 1100. Das war Wahnsinn. Die Yamaha XF 1100. Ich meine, das war so ein unfassbarer Büffel. War unglaublich. Und ich glaube, das ist aber so ein Motorrad gewesen, das war nicht wahnsinnig standfest, glaube ich, was ich gehört habe. Da hat es immer wieder so ein bisschen Bresel gegeben. Und ich selber, und das war ja so eine Reihenvierer, ganz mächtiger Motor, ein wahnsinnig toller Tank. Also wie gesagt, die Maschine hat mir unfassbar getaugt, das war aber nicht meine Liga. Und ich habe mir dann gekauft die XS 850. Und die XS 850... Oder habe ich die 57er gehabt? XS 57? Nein, ich glaube, es war die 850er. XS 850, die haben wir gleich ausgeschaut. Die eine hat halt 100 Kubik mehr gehabt. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das waren auf alle Fälle rein Dreizylinder. Und das Orgel an diese Maschinen ist gewesen, ja, die haben einen Kardan gehabt. Und dieser Kardan, der ist mir ohne für sich relativ wurscht gewesen, weil ich, das ist eh super gefahren, nur ich habe so eine ganz alte gekauft, also eine übertragene XS 850 und ich habe die damals gekriegt, das ist ja heute unvorstellbar, ich habe die damals gekriegt um 12.000 Schilling. Also die war schon ein bisschen zusammengeritten, aber es war trotzdem ein super Motorrad und 12.000 Schilling, ich weiß nicht, 1.000 Euro, na, da wirst du, also sowas glaube ich, das jetzt nicht kriegen um 1.000 Euro. Also das war schon eine mächtige Maschine. Es war nur leider so, ich bin nur 500 Kilometer gekommen, dann hat es mir das Zwischengetriebe zusammengerissen. Weil das war natürlich ein Reihenvierer und der hat ja das auch Umlenkung braucht für diesen Kardan, also das sogenannte Zwischengetriebe. Und das ist auch so ein Problem gewesen, dass das relativ leicht zerfetzt hat. Und da weiß ich noch, da bin ich hin als Student dann zu dem Händler, und hab gesagt, Herrn, was ist da los? Und der hat sich das angeschaut und hat dann gesagt, im 10. Bezirk ist gewesen, glaubt der Klimek, hat dann gesagt, erst das kostet eine Lawine. Das war ein Wahnsinn. War ein Wahnsinn. Und trotzdem habe ich diese XS 850 wirklich geliebt. Aber die XS 1100, na, das war der Wahnsinn. Das war der Wahnsinn. So, die Hayarosa hatte eine 92er FCDR 1000 Exab, herrlich, und eine 2003er DTM 900, habe sie beide geliebt. Wenn ich mal in Rente bin und mir die Busa nicht mehr taugt, dann besorge mir FJR. Bin die in Kalifornien gefahren, auch ein super feines Bike. Ja, na, diese großen Yamahas, die waren schon immer sehr, sehr leibend. Das habe ich auch gefunden. Und ich meine, es war ja dann... Was? Ja, das ist, glaube ich, eine Privatunterhaltung zwischen dem Marcel Schmidt und dem Danny Andjelkovic. Der Marcel Schmidt sagt, ach, diese Eierfeilen kannst du vergessen gegen 1200 Kubik beziehungsweise 1600 Kubik. Aber ich kann dich in Teilen verstehen. Eierfeilen, okay. Ja, der Josef Zimmermann, das ist noch einer von der wilden Generation. Bin immer noch stolz auf meine Aramaki 350, auch wenn die Yamaha dann schneller waren. Ja, die Yamaha sind gekommen, diese RD 350, und die waren natürlich schneller. RD 350, RD 250. Aber es hat sehr lang gedauert eben, bis Yamaha dann in diesen Viertakterbereich dort eingestiegen ist. Und dort hat es noch dazu relativ lang gedauert, bis das wirklich echt sportlich geworden ist. Weil diese XS 650, die mir wahnsinnig getaugt hat, mein Bruder hat so eine gehabt, das war
unfassbar leibendes Motorradl. Aber die hat natürlich einfach aus einem englischen Motor kopiert, so ein Zweizylinder Langhuber und in einem wunderschönen Chassis, und es hat auch wunderbar funktioniert, aber es war natürlich kein Sportmotorradl. Und dann diese XS-Maschinen, na, die waren auch alles andere als sportlich, die waren halt richtig wuchtig und haben was hergemacht. Und sogar diese XJ, die 650er, die ja schon sehr sportlich ausgeschaut hat, die hat auch noch einen Kardan gehabt. Also die haben sich dort relativ lang geweigert, so einen richtigen Viertakter Spurthäfen auszuhauen. Und das haben sie dann, ich weiß nicht, eh, glaub ich, wahrscheinlich mit der FZR 1000 EXAT, da werden sie angefangen haben. Und dann haben sie natürlich die Thunder Ace und die Thunder Cat gehabt. Das war dann schon was sehr, sehr Ordentliches. Na, das ist aber leibend. Der Andi Aderholt. Bravo, Andi. Muss ich echt sagen, danke dir. Bei dem Yamaha Musiklogo bleiben die Spitzen der Gabeln im Kreis, bei dem Motorradlogo stechen die Gabeln in den Ring vom Logo. Na, das ist natürlich ein Traum. Also es gibt schon einen Unterschied zwischen diesen beiden Logos. Herrlich. Ja, das ist aber leider, das stimmt doch nicht geil. Zonko, mit deinem Hämmer müsstest du eigentlich über die Münchmammut reden. Die Münchmammut, über die würde ich wahnsinnig gern reden, aber die bin ich leider nie gefahren. Das war so ein Motorradl, das war noch ärger wie die XS 1100. Also diese XS 1100 hat mich wirklich, die hat mich vereinnahmt. Das hat mich, weiß ich, das hat irrsinnig gewirkt auf mich. Aber die Mammut war natürlich noch viel, viel ärger. Nur die XS 1100, das war irgendwas, von dem hast du träumen können. Also da habe ich mir vorstellen können, na, irgendwann habe ich so eine. Ich glaube, das hat sogar eine gegeben in einer Martini-Lackierung. So weiß, mit diesen bunten Streifen. Ich glaube, da hat es ein XS 1100 gegeben, so ein Wahnsinn. Ja, und diese Mammut, das war einfach so was ganz, ganz Gewaltiges, aber einfach was Unerreichbares. Und diese X11, na, das war keine Utopie. Das war eigentlich zum Greifen nahe, das war nur ein bisschen zu weit weg. So, der Gerhard Kurvenjäger. Freunde, der Gerhard Kurvenjäger sagt zwar, die FZ1 ist eine Frechheit, so ein Klumpert. Und so hart würde ich das natürlich nie sagen, weil diese FZ1, ich bin ja mit der, das hat halt im unteren Bereich ein bisschen ein mühsames Ansprechverhalten, aber oben raus feuert das ja dann eh. Und ich meine, man muss jetzt dazu sagen, der Gerhard Kurvenjäger, der fährt halt die besten Supersportler, also über AR1 würde er das wahrscheinlich nicht sagen, und diese FZ1, das ist ihm halt ein bisschen zu wenig sportlich. Allerdings, und da bitte ich euch jetzt alle, gebt dem Gerhard Kurvenjäger einen Daumen hoch, weil der hat eine ordentliche Brezen gerissen, der ist jetzt rekonvaleszent. Es wird ein paar Wochen dauern, dann ist er eh wieder dabei. Also bitte, gute Besserung dem Gerhard Kurvenjäger. Bitte Daumen hoch. Jawohl. Danke sehr. Gerhard, ich meine, da ist jetzt der blaue Ozean, und ich meine, der wird die Viere reißen. Na, unglaublich. Danke, Freunde, das ist aber richtig super. Der blaue Ozean für Gerhard Kurvenjäger. Na, Wahnsinn. Herrlich. Na, da rauchen wir Pfeifferler. Da wird es eine echte Freude, weil, wie gesagt, der muss jetzt ein paar Wochen pausieren, ist ein irrsinnig guter Motorradlfahrer. Aber schau, schau, schau. Na, das ist wirklich, das ist jetzt echt rührend, das taugt mir voll. Herrlich. Ein Traum. Na gut, Gerhard, ich meine, so wie das jetzt da rund geht mit diesen blauen Daumen, muss auf alle Fälle die Genesungszeit muss um 2 Wochen kürzer sein wie normal. Weil das ist ein Wahnsinn. Danke, großartig. Ja, der Jans Deter sagt: Servus Zonko, du hast aber ein wahnsinnig elefantisches Hemd an. Ja. Und dieses Hemd, das trage ich heute zum ersten Mal. Das ist nämlich ganz was Leibendes, also für mich ist ganz was Leibendes. Das habe ich bei einer Pilar-Partie gewonnen. Da habe ich gesagt: Na, wenn ich gewinne, muss man dein Hemd geben. Ja, und ich habe gewonnen. Und das war aber
eigentlich aussichtslos. Normal kann er da nicht gewinnen, nicht? Aber ich hab's gewonnen. Aha. Der Jens Maritschek sagt, Yamaha ist für mich in erster Linie Wayne Rainey, dann Eddie Lawson und auch mal Freddie Spencer für Yamaha Moto France. Ja, Wayne Rainey war ganz toll, Eddie Lawson natürlich auch. Und mir hat natürlich auch wahnsinnig getaugt, der Kenny Roberts. Hat mir irre getaugt. Der Barry Sheen ist auf der Yamaha nicht so in die Gänge gekommen. Aber da ist jetzt ein Punkt, und das tät ich gern wieder mit diese Emoticons abstimmen, weil mich das wirklich interessiert. Ich meine, jetzt fährt der Rossi, was nicht, seit 2004, 2003, glaube ich, fährt der Yamaha mit einer zweijährigen Ducati-Unterbrechung. Und das ist natürlich, der Doktor hat eine unglaubliche Strahlkraft. Und gibt es jemanden, der Yamaha fährt, in erster Linie, weil der Rossi Yamaha fährt? Da wäre es jetzt super, wenn man einen Daumen hoch gibt. Also so einen blauen Daumen. Na. Das ist herrlich. Das hätte ich nicht erwartet. Also da gibt es wirklich nicht viele. Da gibt es wirklich nicht viele. Das ist erstaunlich. Schau dir das an, weil ich hätte geglaubt, der Rossi hat ja so eine irrsinnige Strahlkraft, und wenn jetzt der Rossi mit der M1 so super fährt, dann kauft man sich halt eher Yamaha, weil man tut ein bisschen, ja, also wie gesagt, bei mir war das mit dem Saarinen, ist das so gewesen, aber das ist aber sehr erstaunlich. Sehr erstaunlich. Der Didi Dreitakter Berger, DTR 250, war der Zeit so weit voraus, dass sie damals keine Chance hatte und heute eine unbezahlbare Rarität ist. Das ist ganz super, Didi, dass du diese DDR 250 ins Treffen führst, weil vorher, das ist jetzt leider schon weg, hat einer geschrieben, ob es irgendein Motorradl gibt, was ich nicht kenne. Die DDR 250 kenne ich nicht. Tut mir leid, es muss irgendein ganz wilde Rennreiben sein. Die kenne ich leider nicht. DDR 250. Unglaublich. Der Thomas Prater sagt meiner Meinung nach die einzigen, na, ist schon weg. Er hat gesagt, die einzigen, die momentan bei den Japanern alles richtig machen und sehr emotionale Eisen bauen, eben diese MT-Reihe hat er angeschnitten und dann ist man es leider abgebrochen. Und ich finde auch, dass Yamaha das wahnsinnig gut macht, aber ich finde auch, dass Kawasaki mörderisch aufgestellt ist. Honda ist jetzt endlich wieder voll in die Gänge gekommen. Das finde ich auch ganz super. Also da werden wir ja 2018 auf das gefreut. Ja, was du jetzt neu. Das ist eh ein Wahnsinn. In so einem Journalistenleben, da ist es so, da freist du dich dann auf die neuen Motorradl zum Testen im Frühjahr. Und bevor du noch mit alle durch bist, na, da ist ja schon wieder, das ist ja bald wieder Herbst und dann kommt ja die Messe und dann kommen schon wieder so viele Neiche. Und ja. Aber ich finde, diese Japaner sind eigentlich super unterwegs. Suzuki hat es vielleicht ein bisschen schwerer momentan, aber das sind halt immer so, weiß ich nicht. Naja, dann schwächeln es halt einmal 2, 3 Jahre, diese japanischen Firmen, und dann geben sie wieder Vollgas. Bei Kawasaki habe ich das erlebt, das war ein Wahnsinn. Da hat man echt das Gefühl gehabt, na, der grüne Mann muss jetzt wirklich weinen. Ja, das hat 2, 3 Jahre gedauert, dann sind sie wieder andruckt, volle Granate. Bei Honda ist es jetzt auch so gewesen, die haben halt im Supersportsektor haben sie halt sehr wenig gebraucht. Ich meine, jetzt haben sie die Fireblade gebraucht. Ich glaube, es wird bald so ein CB1000R kommen. Also die fahren da auch wieder rein. Und Yamaha, wie gesagt, die hat auch so eine Phase gehabt, wo sie einfach nichts gebraucht haben. Und dann haben sie auf einmal zunden. Und das ist ja ganz, ganz großartig. Also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Jawohl, India 243, du stehst halt auf Bladegurken. Das bezieht sich wahrscheinlich auf die XJR und auf die XSL 100. Ja, aber es stimmt tatsächlich. Also für mich war immer ein wuchtiges, schweres Motorradl, das war ein leibendes Motorradl.
diese ganz zarten, also so eine RD350 zum Beispiel, das hätte ich nicht haben wollen. Es war mir viel zu giftig. Ja, und hat nichts hergemacht. Steffen Hambach, XS 1100, Spitzname Eisenhaufen. Don Gigal, oh je, die XS 1100 war ja ein Eisenschwein von Gottes Gnaden. Sau schwer und Fahrwerk unter aller Würde. Ja, das stimmt ganz sicher, aber trotzdem ein Traum, wo sich jeder umdreht. Und wenn es auftaucht, bist du. Boah! Gibt's das? Ich fürchte aber einen wirklichen Bock geschossen jetzt. Ich habe das einfach abgebrochen. Da war ich jetzt selber schuld. Ja, da war ich jetzt selber schuld. Ich muss nochmal einsteigen. Es geht eh schnell. So. Tut mir leid, da habe ich jetzt einfach den falschen Knopf erwischt. Habe mich selber ausgekaut. Also, es funktioniert eh noch. Jo, jetzt habe ich natürlich diese Kommentare, na gut, die kann ich mir jetzt aufpicken. Jo, muss ich leider so sagen, dass ich mir die jetzt aufpicken kann, diese Kommentare, da habe ich jetzt einen echten Bock gemacht. Das tut mir leid. Jetzt, was habe ich noch gehabt? Was hätte ich noch gern thematisiert bei dieser Yamaha? Jo, ich meine, jetzt habe ich natürlich auch, jetzt müssen es erst wieder alle daherkommen. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Was mich auf alle Fälle wirklich gewundert hat, ist, dass der Rossi offensichtlich keinen Einfluss darauf hat, ob man sich eine Yamaha kauft oder nicht. Das ist ein Wahnsinn. Also für mich persönlich, wie gesagt, da war dieser Jarno Saarinen, das hat echt was ausgemacht. Und aber offensichtlich, ich meine, so ein paar, vielleicht ist das vielleicht ein bisschen eine andere Generation. Weil ich meine, die, was geschrieben haben, Wayne Rainey, die haben auch, offensichtlich sind die schon über diese Grand Prix halt auf diese Yamaha gekommen und auf diese Helden. Und ja, der Karl Grieshofer sagt ja, die Technik ist eine Sau, aber in dem Fall muss ich mir wirklich selber die Schuld geben. Ich hab wahrscheinlich da unten auf Beenden gedrückt. Ich wollte dort irgendwie herumscrollen und auf Beenden gedrückt. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Und wie gesagt, jetzt habe ich diese ganzen Kommentare habe ich leider verloren. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber jetzt, genau, was mich jetzt noch interessieren würde, nämlich wirklich interessieren würde, ich persönlich habe nämlich das Gefühl, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die Yamaha leiwand finden und dass es aber im Gegensatz zu anderen Marken sehr, sehr wenig Leute gibt, die Yamaha wirklich hassen. Weil zum Beispiel bei Honda, da gibt es natürlich sehr, sehr viele, die sind irrsinnige Honda-Fans und dann gibt es aber auch wirklich viele, die hassen das. Das weiß ich nicht ganz genau, warum das so ist. Oder was auch ein super Beispiel ist, ist BMW. Da gibt es wahnsinnig viele Fans und wahnsinnig viele, die das hassen. Oder Harley, das ist auch so ein Marken. Und bei Yamaha habe ich das Gefühl, na, das hasst eigentlich niemand. Das findet eigentlich niemand wirklich übel. Und das würde mich jetzt interessieren. Da kennt man jetzt, wer Yamaha leiwand findet, bitte drückt diesen blauen Daumen und wer Yamaha wirklich nicht mag, der müsse das finstere Gesicht jetzt einlassen. Das wäre super. Ich bitte drum. So, blaue Daumen kommen mörderisch. Mörderisch blaue Daumen und kein einziges, jetzt kommt ein finsteres Gesicht. Aber wenn ich das richtig sehe, war das jetzt ungefähr 70 zu 1. Blaue Daumen vorne, eine volle Granate. Das zweite finstere Gesicht, das dritte finstere Gesicht, das vierte. Also das ist unglaublich. Fünfte, sechste, siebte, achte. Wahnsinn. Warum das so ist, das weiß ich nicht ganz genau. Aber es ist auf alle Fälle so, also das würde ich jetzt abschätzen, das ist ungefähr, weiß ich nicht. Mindestens
30 zu 1 geht es aus. Vielleicht wahrscheinlich sogar 50 zu 1. Also es gibt irrsinnig viele, die jetzt kommen schon ein paar finstere Gesichter, einer daher. Okay, ein bisschen eine Zeitverzögerung. Aber trotzdem, ich meine, was jetzt super wäre, die, die Yamaha hassen, die könnten das vielleicht da unten hinschreiben, ich werde es sicher nicht mehr wegklicken, also ich da liest es dann eh, weil mich das, wenn mich das echt interessiert, das warum? Weil die ja an und für sich jetzt halt nichts liefern, dass man sie hassen könnte. Liefern eigentlich nichts. Und ich habe auch wirklich den Eindruck gehabt, dass das, ja, dass das so eine Firma ist, die einen hohen Sympathiewert genießt, die jetzt vielleicht nicht so eine irrsinnig starke Bindung hat, wie zum Beispiel jetzt eine Ducati oder bei dieser, es gibt ja ganz, ganz eingeschworene BMW-Fans. So habe, hätte ich das jetzt nicht eingeschätzt, wobei dort mit diesen Daumen hoch, na, das ist Wahnsinn, was dort reinkommt. Also dürfte es eh richtig, richtig starke Yamaha-Fans geben. Aber, ja, und ich weiß nur zum Beispiel, dass es zwischen Honda und Yamaha im sportlichen Sektor eine unglaubliche Konkurrenz gibt. Also da ist, ja, da ist Kawasaki und Suzuki, na, das, also Honda und Yamaha, das ist a Liga, da kommen Kawasaki und Suzuki nicht hin. So im echten Rennsport. Das ist ja dann relativ wurscht, nicht? Also Honda, wenn jetzt da zum Beispiel ein Kawasaki oder Suzuki irgendwas reißt, no. Es taugt ihnen nicht, aber es ist in Ordnung. Aber wenn Yamaha was reißt, na, das stört es richtig. Und bei Yamaha ist es auch so, da ist einfach der echte Gegner ist Honda. Die zwei matchen sich da gegenseitig, das ist irre. Und in Suzuka ist natürlich immer ein kompletter Wahnsinn. Wenn dort Yamaha gewinnt, na, das ist für Honda echt nicht leiwand. Und ja, Honda ist ja relativ verwöhnt vom Siegen, also die haben einfach die meisten Siege und trotzdem ist Yamaha, die schließen halt gerade in so Phasen mächtig auf und dann gibt es einfach diese ganz, ganz starke Konkurrenz und trotzdem ist es so, dass in der Welt draußen diese Sympathie für die Marke Yamaha, na, das ist, da gibt es einfach viel, viel weniger, die das hassen. Jetzt schau ich mal, ob da jemand von den finsteren Gesichtern eingeschrieben hat, warum er das hasst. Der Peter Fuhr sagt, das Einzige, was ich Yamaha kritisieren würde, ist, dass sie nicht Janone statt Vinales gewählt haben. Aber der Vinales ist doch, okay, der ist doch ganz mächtig. Der ist ja wirklich mächtig. Und den Janone, den hätte ich selber als Yamaha-Manager auch nicht genommen, weil der mehr oder weniger ganz frei sagt, naja, will Ducati fahren. Na, Ducati hat er leider den Sattel verloren, aber ich nehme da jetzt, wenn ich sowas habe wie Yamaha, dann nehme ich da nicht einen Fahrer, der lieber für Ducati fahren wird. Das würde ich nicht machen. Deswegen hätte ich den Janone wahrscheinlich auch nicht genommen, obwohl es ein wahnsinnig toller Fahrer ist. Nicht? Aber der Vinales ist doch auch mörderisch. Der Benny Jörger sagt, Yamaha ist einfach Premium von der Verarbeitung, draufsitzen und wohlfühlen. Egal, ob in meinem Fall R1, RN12 oder XJR1200 mit Bulldog-Motor. Was ist da? Nein, 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 nein. Du hast kein XJR1200 mit Bulldog-Motor. Ein XJR1200, das ist ein Reihenvierer. Und ein Bulldog. Na, das ist der Chopper-Motor, der 1100er Chopper-Motor, der V2. Die heißt, glaube ich, BT1100. Ja, XJR1200 mit Bulldog-Motor, das gibt's nicht. Ja. Das ist ein Traum! Stefan Wolf, ich hasse Kreidler und Buch. Ja, der Tomis Mladenovic sagt, wieso man eine Marke hassen kann, ist mir schleierhaft. Ja, und das ist aber so, das verstehe ich schon bis zu einem gewissen Grad und und Tomislav, du müsstest das eigentlich auch verstehen, weil wenn ich die richtigen Erinnerungen habe, bist du ein ganz schwerer Rossi-Fan, der immer noch diesen Marc Marquez hasst. Glaube ich. Vielleicht tue ich da jetzt Unrecht, aber ich glaube, du bist so einer. Und da ist es auch so. Keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel Honda
immer alles gewinnt und immer alles dominiert, dann wird es einfach Leute geben, die sagen, na, die gehen mir am Arsch. Ich will jetzt halt, keine Ahnung, dass da irgendjemand anderer besser ist und die sind einfach so übermächtig und das mag ich nicht und das zieht mich auch. Und genauso hat es natürlich sehr, sehr viele gegeben, die jetzt Harley Davidson hassen, weil sie sich denken, na, das ist so irrsinnig teuer, das können sich nur irgendwelche komischen Typen leisten und das hasse ich. So glaube ich, also dieser Hass ist ja dieser kein echter Hass, aber man sagt es halt so, na, das gibt's überall. Ja. Ja, der Marcellus Röpulus sagt, ich fahre Kawa, aber bin eine absolute Gelbkappe. Klar, Rossi-Fan, aber bis dato nie auf die Idee gekommen, eine Yamaha zu kaufen. Das ist lustig. Ja, also das dürfte irgendwie so irgendwie ganz abgekoppelt sein und das hätte ich nicht geglaubt. Das hätte ich wirklich nicht geglaubt, dass das so abgekoppelt ist. So. Der Harald Silaber sagt, der Neid wohnt da, wo das Geld zu Hause ist. Ach so, der Benny Jörger. Ich meine ja Bulldog-Motor wegen der Standhaftigkeit. Ich verstehe, der Lanz-Bulldog wahrscheinlich. Ja. Ey. Das ist so ein XJR-Motor natürlich, haltet der ewig. Das ist natürlich ganz, ganz großartig. Schau, schau, schau. Der Christian Hilleke. Yamaha Premium von der Verarbeitung? Fragezeichen. Naja. Dafür aber gerade bei den kleineren Nekts, zum Beispiel FZ8, sehr sparsam in der Ausstattung. Keine einstellbare Gabel etc. Und die FZ1 hat ihren nominellen 150 PS nie wirklich in Szene setzen können. Das machte die Konkurrenz besser. Wobei jetzt gerade bei dieser FZ1 ist, oder der Gerhard Kurvenjäger gesagt, das ist glaube ich meiner Meinung nach echt ein unterschätztes Motorradl, weil ich bin das jetzt gefahren, das ist noch nicht so lang her. Vor 3, 4 Jahren. Oder ist es überhaupt erst 2 Jahre her? 2 Jahre ist das wahrscheinlich her. Hol mir eine ausgeborgt, so ein FZ1 von einem Mechaniker vom Mazda Rainer. Also das war eigentlich eine Maschine, ich weiß nicht, was die oben gehabt hat, 20.000 Kilometer, war natürlich super benannt. Und mit der bin ich gefahren, so eine Attacke fürs PS-Heftel und habe mir das wirklich genau angeschaut, das Motorradl. Und ich habe das sehr leimang gefunden. Also das hat natürlich, das ist unbestritten, es hat in dem unteren Bereich hat es so ein bisschen so Leistungslöcher und auch keine schöne Gasannahme, aber oben, das hat ausgeorgelt, ich meine, es ist ein Wahnsinn gewesen. 150 PS nägt, das war wirklich toll, das war wirklich toll. Und das verstehe ich eigentlich nicht, warum das da jetzt so schlecht wegkommt, aber keine Ahnung. Das, also ich kenne das. Ich sage so, ein FZ1 ist was sehr Leibendes. Das hat mir auch optisch sehr gut gefallen. Und das tut in den kleineren Nächsten, zum Beispiel FZ8, natürlich, da haben sie überall, da müssen sie überall sporen. Da ist einfach das Stimmens, das Fahrwerk ab und mittlerweile sind die Fahrwerke relativ gut abgestimmt. Und mit der Fahrwerksabstimmung fährst dann. Und nachdem ja so ein FZ8 eh nicht am Ring fährt, ist ja diese Standardeinstellung meistens eh vollkommen ausreichend. Und wenn du halt mehr willst, dann musst du in eine Gabel investieren. Aber ich glaube halt, dass sie dadurch halt dann schon
Ja, so Zielgruppen erschließen, weil sie einfach einen viel günstigeren Preis machen können. Jo, und der Stefan Steibel sagt, Yamaha ist halt mit der MT-Reihe ein genialer Wurf gelungen. Das stimmt ganz sicher. Also diese MT-Reihe, und ich meine, man muss schon sagen, diese erste MT, da gibt es ja auch wahnsinnig viele Fans von dieser MT-01. Das mit dem großen Jumpermotor. Und das ist so ein Motorradl, das habe ich nie verstanden. Da man dachte, na geh, jetzt bringen sie da so ein mächtiges Nekt. Und dann hat es einen Chopper-Motor drinnen. Also das war mir irgendwie, ja, das habe ich nicht verstanden. Das war wahnsinnig schwer. Und da gibt es aber irrsinnig viele Fans, die sich wahrscheinlich denken, was redet der Trottel, das ist das leibendste Motorradl, was es gibt. Und für mich ist das aber nicht das leibendste Motorradl gewesen, was es gibt, sondern ich habe das eher immer komisch gefunden, weil was macht das als ein richtig potentes Nextbike mit einem Chopper-Motor? Das ist ja komisch. Das hat ja auch in Wirklichkeit bei diesen Buells nie super funktioniert. Die waren sogar noch viel, viel leichter wie diese MT-01 und trotzdem waren die sehr schwierig zu fahren, weil ich meine, ein Chopper-Motor bleibt ein Chopper-Motor. Und dann aber, also diese aktuellen Motorräder, dann wie es dann kommen ist, die MT-09, die MT-07, na, die haben es wirklich sehr, sehr leibend gemacht, weil der Dreizylinder ist super, es ist auch der Zweizylinder super in der MT-07. Und na, das ist ein ganz, ganz großer Vorspaß. Das finde ich super, dass das Ansprechverhalten leibend, das ist irgendwie was ganz, ganz Frisches und auch so ein frisches Styling. Und sie verkaufen sie auch super. Also das glaube ich auch, diese MT-Reihe. Obwohl es mit der MT-01 noch nicht super gestartet sein, meiner Meinung nach, ist die dann ganz, ganz toll geworden. Ha, du hart, du bist der Bursch. Er sagt, fahre selber Ducatis. Aber finde ebenso andere Marken sehr interessant und bei einer MotoGP ist mir egal, wer gewinnt. Ich möchte nur so fahren wie der Schwächste. Das ist natürlich ein Wahr. Bist du deppert, wenn man so fahren könnte wie der Schlechteste? Das wäre ein Wahnsinn. Schau, Tomislav Mladenovic, insofern ist es ganz super, dass wir da diese Interaktion haben, dem habe ich echt Unrecht dann. Der sagt, nö, Marquez ist ein Weltklasse-Fahrer, Weltklasse-Racer, Honda sowieso super. Also da habe ich die echt verwechselt. Das tut mir leid, das ist ja irrsinnig peinlich, aber ja. Der Mario Gezzetti. Ich stehe auf die Rennmotoren von Yamaha. Die XDZ 750 war ein genialer Parallel-Twin und die neue CB Crossplane sind ein Hammer. Liebe Grüße von der Insel Park. Super Mario. Auf der Insel Park, na, da hast du es jetzt echt leibend. Ich weiß gar nicht, ob du Yamaha mit hast. Aber ja. Diese XDZ 750, das war eher Wahnsinn. War ein tolles Motorradl. Aber ja, und diese Crossplane-Technologie, das ist natürlich, das ist eh ein paar Mal angeschnitten worden, ja, der Hubzapfenversatz, ich finde das super, wie das dann marschiert und wie sich das anfühlt, aber ich finde das jetzt halt nicht irgendwas so ganz wahnsinnig Tolles. Ist ein netter Begriff und es funktioniert großartig, ist aber meiner Meinung nach jetzt nichts Sensationelles, so dass man sagt, das ist ja ganz was Außergewöhnliches. Es ist einfach, ja, durch den Hubzapfenversatz hast du halt ein bisschen mehr Charakteristik und ein bisschen mehr Punch, das Gefühl. Also, ist super. Der Florian Blättler sagt, Yamaha, kein Hass, aber sie kommen einfach nicht an eine Ducati bezüglich Fahrwerk und Sound. Es ist komisch, dass Yamaha allerlei anfertigt, aber nirgends perfekt ist. Zum Beispiel Keyboard, Drums.
Keyboard, Drums, kleine Elektrogeräte und so weiter. Yamaha durfte ich aber mal den XV950 fahren, war okay, aber fast schon langweilig. Habe selber einen 900 SS Helmut Replika S4 RS Destastretta. Na gut, 900 SS Helmut Replika ist ein Wahnsinn, dass die hast. Auf die musst du wirklich irrsinnig aufpassen. S4 RS Destastretta, na, das hat mir auch wahnsinnig gedacht. Du hast halt wirklich ganz, ganz leimende Geräte. Aber wenn du sagst, dass Yamaha nichts perfekt macht, also diese neue R1, diese aktuelle R1, na, das ist doch ein göttliches Motorradl. Da, also ich würde dort nichts finden, wo ich sage, naja, das ist nicht perfekt. Da finde ich wirklich nichts. Das finde ich unfassbar leibend, unfassbar gut. Und so bei den Gitarren und bei den Keyboards kenne ich mich nicht so aus, aber ich kenne mich zum Beispiel bei diesen Blasinstrumente aus. Und da haben sie ja fantastische Blasinstrumente. Die kosten natürlich, ich meine, dieses Tenorhorn, das kostet einen 8er. 8.000 Euro, also da kannst du schon eine ordentliche Maschine kaufen drum. Und das ist ein mörderisches Instrument. Also, weiß ich nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass die sehr, sehr tolle Sachen machen. Der Benny Schnabel, Harley darf man ruhig auch hassen. Das ist doch nichts anderes als ein verchromter Eisenhaufen mit Mittelaltertechnik. Ja, Benny Schnabel, ich bin mir ziemlich sicher, du bist noch nie mit sowas gefahren. Weil das eröffnet auch eine Welt. Nur das muss zusammenbringen. Ich meine, ist schon klar, wenn du ein Supersportfahrer bist oder gern Flut fährst, dann wirst du mit der Harley, dann wirst du untergehen, ganz grausam untergehen. Aber wenn du ein bisschen ein Gefühl hast, oder ein bisschen an, wie soll ich sagen, wenn du ein bisschen einen Zugang hast zu so einer brachialen Welt, die nicht schnell ist, na, dann wird dir das diese Harley vermitteln, dass du denkst, pfoh, Wahnsinn. Und dies, an dem arbeiten sie halt, so wie halt die Supersportler daran arbeiten, dass immer mehr Leistung finden, dass immer schöneres Ansprechverhalten finden, so arbeiten halt die, dass du dieses ursprüngliche Gefühl kriegst, dass du das einfach nicht verlierst. Aber wenn die damit nicht auskennst, es ist so, wie irgendeiner, der nie Heavy Metal horcht. Na, der wird sich denken, na, was ist denn das für eine komplett hirnrissige Musik? Das ist ja, da musst du überhaupt nichts kennen. Das stimmt natürlich nicht. Es ist einfach mal leibend, es ist leibend der Begriff. Harald Zillerbach sagt, gekreuzte Stimmgabeln, die haben mit Musikinstrumenten begonnen und das Logo fand den Weg auf die Verbrennungskanonen. Jawohl, Verbrennungskanonen. Ist herrlich. Ja, René Schneck, mir geht's eh gleich. Der sagt, hey Zonko, wegen dir bleibe ich immer zu lange auf. Ja, ja. Ich werde mir jetzt auch dann bald wieder niederlegen. Aber RD500 LC, na gut, das war natürlich war das ein Wahnsinn. Eine RD500 war wirklich unfassbar, aber mich persönlich hat das jetzt halt nicht so wahnsinnig angesprochen, weil ich war nie ein Rennfahrer. Mir hat immer eher das wuchtige Wüde angesprochen. Und ich bin mit dem Wuchtigen halt dann schnell gefahren. So. Naja, jetzt. Ja, das ist hart, du hart Zonko, da du dich anscheinend auch musikalisch bewegst. Lass uns doch die Brennraumband gründen. Hart, du hart. Ja, das. Ich spüre wirklich gerne da relativ viel üben mit diesem Tenorhorn. Aber da. Musikalisch, da reicht es einfach nicht. Aber ich mach's gern, das ist ja super. So, Freunde, also was ich jetzt, wo ich mich herzlich bedanken möchte, ist,
Ich habe jetzt tatsächlich, das habe ich jetzt, also meinen Eindruck, den habe ich jetzt verifiziert durch dieses Daumen- und finsteres Gesichtsspiel, dass ich jetzt wirklich gesehen habe, ja, diese Marke Yamaha, die hat eine echte Strahlkraft, die finden irrsinnig viel Leute wirklich super und es gibt nur ganz wenige, die sie nicht gut finden. Und was jetzt da zum Beispiel überhaupt nicht gekommen ist, ist, dass jetzt jemand irgendwelche schlechten Erfahrungen mit Yamaha gemacht hätte. Und das, glaube ich, ist dann schon, wenn du so ein Motorradl hast, mit dem sehr schlechte Erfahrungen machst, dann glaube ich, dann postest eher so ein finsteres Gesicht und sagst, na, das kaufe ich nie mehr. Und das ist aber offensichtlich jetzt nicht der Fall gewesen, wo ich leider gefunden habe, dass etliche sich noch an diese XS 1100 erinnern, die halt jetzt nicht wahnsinnig super war, aber halt wahnsinnig toll ausgeschaut hat und einfach irgendwas hergemacht hat. Was mich gewundert hat, das hat mich wirklich gewundert. Ich hätte schon geglaubt, dass da etliche Leute gibt, die ja Yamaha fahren wegen Rossi. Und das dürfte aber echt nicht so sein. Also der Rossi ist zwar unglaublich beliebt, aber deswegen kauft man sich kein Yamaha. Das ist also doch ein bisschen stärker abgehoben. Und das letzte Mal aber, wie ich gefragt habe, ob sie jemand eine Ducati kauft, weil die im Rennsport so super seien. Da hat es aber viele Daumen hoch gegeben. Und es hat natürlich die Herzen ergeben, die gesagt haben, der Rennsport ist ihnen scheißegal. Sie kaufen es, weil einfach Ducati so diese tolle Welt vermittelt, was einfach so irrsinnig schön ist und so ein tolles Flair hat. Das hat sie ungefähr die Waage gehalten. Und da jetzt aber mit dem Rossi, der hundertprozentig der strahlkräftigste Rennfahrer der Jetztzeit ist, na, da hat sie aber nicht wahnsinnig viel da. Also, das. Ja. Okay, dann bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, Zuschauen sogar. Und ja, der nächste Brennraum kommt bestimmt. Und wo ich mich auch ganz herzlich bedanken will, ist, dass dem Gerhard Kurvenjäger so viele Daumen hoch geschenkt habt. Wie gesagt, die Genesung geht jetzt sicher um 2 Wochen schneller. Herzlichen Dank! Grüß euch, ciao, Papa!